Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute, da nehmen wir einfach mal wieder Varo. Wir haben mit auf dem TS am Start den Black Rabbit. Hi. Ja, moin. Und den verreckten Teammate. Hi. Ey, das ist gar nicht lustig. Okay, wir joinen. Aber ich nehme es mit Humor. Ja, okay, gut. Kann ich dabei halt man. Okay, bin drauf. Wir haben in der letzten Folge ja schon etwas sehr Nice gefunden. Wir wissen nicht, ob es erlaubt ist übrigens, ob wir hier überhaupt... Ja, aber ihr teamt ja nicht, oder? Wir teamen ja nicht, wir sind ja einfach nur... Stimmt. Deshalb, oh ey, Kili, die Skelette sind jetzt einfach weg. Das ist richtig belastend. Alter, ja! Mal so ein bisschen als seelische Unterstützung hier, weil Varo ist immer so was richtig Angespanntes. Und da so einen Dude an der Seite zu haben... Ist schon ein bisschen. Die Skelette sind einfach weg, das ist gerade richtig belastend. RIP. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, der Kili, also der Hardrock Rabbit? Nee, Forever 21 TV. Nein, mach einfach Hardrock Rabbit, das ja, okay. Ist dann halt verreckt in Skeletten. Ja, in der letzten Sekunde, Mann. RIP. Digga, ich weiß nicht, was ich mit 8 Dias machen soll. Mehr geben? Schade. War ein Versuch wert. Ist ja lustig. Ja, bei mir ist mach eigentlich dasselbe. Mach dir einen Zaubertisch, bitte. Strip meint ihr? Also, Strip meinst du schon? Warte, ich brauche erstmal. Ich habe irgendwie das Crafting-Rezept gerade für Dings vergessen. Für Bücher. Zaubertisch. Drei Papier unten rum. Ja, aber wie ging nochmal Papier? Das weiß ich. Drei Zuckerrohr. In einer Linie. Achso. Belastend. Aber jetzt ist nur noch das Problem Leder. Ja. Ich habe auch kein Leder. Ja, wir haben auch genügend Dias und so, bloß Bücher. Wir hatten 8 Diamantenquelle. 8 Dias. Ja, es ist halt ultra lucky, ne? Weißt du, ich finde halt Dias und hab dann halt 5. Und 5 ist halt ultra unlucky für mich. Ich bin dann halt Dias und hab normalerweise ein. Aber ich muss, glaube ich, hochgehen. Tatsächlich. Ja, du brauchst. 4, sorry, 4. Ich bin retarded. Ich brauch endlich 5. Ich brauch auch Essen. Das ist erstmal das Wichtigste. Seid ihr allein auf dem Server? Ja. Was ein Wunder. Ich glaube, ich tät. Oh. Entschuldigung, Leute, ich tilt ein bisschen. Es ist ein bisschen Gewöhnungssache. Ich habe so ein Verlangen, so richtig nah an mein Mikro ranzugehen. Ja, habe ich auch. Mache ich auch die ganze Zeit. Ja, keine Ahnung. Ich habe halt so das Gefühl, dass ich dann irgendwie zu leise werde und dann übersteuere ich. Oh. Ich werde jetzt nicht sagen, dass Zombies hier mich recken, aber. Ich hoffe, Digga, wenn einer von Chat dran steht, einer du der ist gestorben. Das wäre schon traurig. Ja, Mann. Wenn wir aber beide. Am geilsten ist Killerkuchen. Ja, Jonas. Ganze Zeit hat die ersten Chat. 3 Minuten werde ich euch wrecken. Ja, ich weiß. Chat hat ja die ganze Zeit die große Klappe und dann stirbt er als erster. Ja. Das Traurige ist, Dias. Am Anfang wurde doch schon gleich jemand getötet, oder? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe richtig viele. Aber das war ein Bug anscheinend. Also die hatten sich so doll beklagt, dass das ein Bug gewesen wäre. Ja, darf er also wieder raufspielen? Nee. Lappen. Da war Tim eiskalt. Finde ich gut. Er ist doch echt dumm. So, Leute. Ich habe ja alles abgebaut. Wie viele Dias hast du gefunden? 5. Ah, alles klar. Gerade eben. So, erstmal eine Dia-Picker. Also 10. Nee, ich hatte 4. Ich habe mich vorhin versprochen. So. Aber ich kann ja schon mal Obsidian mitnehmen. Ey, das Video dauert einfach so lang. So exportieren, weißt du? Mindestens jetzt schon. Ich glaube, das kennt jeder. Das sind 9 schleppende Minuten. Hey yo, normal. Oh, ich hab Obsidian. Hi, ja.
Ich habe Damage Indicator einfach mal ausgemacht, weil es ja angeblich verboten sei. Na, ich glaube nicht mal, dass es verboten ist. Ja, glaube ich auch, weil Labby Mod ist ja erlaubt. Ja, aber ich habe einfach. Aber es wurde ja gesagt, sämtliche andere Mods sind daran verboten. Also auch Toggle Sneak. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil ich habe Toggle Sneak die ganze Zeit drinne. Es wird bitte egal. Ich wusste nichts davon. So, ich brauche ein scheiß Buch, Alter, das ist belastend. Chef, wir kriegen beide morgen einfach so einen Strike, weil wir um 0 Uhr aufgenommen haben. Hey, dürfen wir nicht. Wir dürfen keinen Strike kriegen, weil wir uns ja an die Regeln gehalten haben. Ja, das wäre erst. Guck mal, wenn ihr einen Strike bekommt, da werden nur eure Koordinaten bekannt gegeben. Ja, komm, wer wird mich denn schon snipen? Ich bin PvP-Legende. Nein, guck mal. Danke, Brian. Ist einfach nur eure Koordinaten werden gegeben und dann lauft ihr einfach weg. Ja, aber dafür musst du erstmal weglaufen, wenn du gesniped wirst, bist halt fucked. Ja, vor allen Dingen, das Problem ist, stell dir vor, dann gibt es immer die Leute. Ich glaube, bei Louis ist es dann auch noch so, Louis hat er dann als manche andere Leute, die in dem Projekt mit dabei sind, manchmal etwas länger Schule. Ja, stimmt. Das ist schon belastend. Dann kommen da die kleinen Leute an, weißt du? Die kleinen Gnomes. Ja, hast du nicht manchmal bis 16 Uhr? Ja, einmal eine Woche. Belastend. Ja, lol. Wie lange hattest du für Schule, als ich dich einmal angerufen hab? Oh, warum ist da Lava? Oh mein Gott. Ja, weil der Lava ist halt los. Ja, es confused halt mich. Warum ist... Ach, da. Auf jeden Fall, was ich eigentlich ganz... krass finde gerade, weißt du, so Kilo und ich sind auf dem Server, kein Essen. Was ist jetzt? Ich bin alleine auf dem Server. Oder? Das hatte ich auch. Übel dumm. Ach schön. War ich halt ein Pechbringer. Nein, ja eigentlich nicht. Guck mal, wären wir weiter geradeaus gelaufen, hätten wir die Höhle nicht gefunden. Ach lol. Aber ich bin ja dann nach links gelaufen und deshalb habe ich dann die Höhlen gesehen. Ich wollte eigentlich gar nicht dahin laufen. Naja, ich bin da halt hingelaufen, weil ich da Schafe gesehen habe. Vor allem die Creeper sind immer mega schnell, Mann. Ja, ne? Vor allem Liam, der wurde einfach. Der hatte richtig Pech. Der wurde von der Hexe vergiftet, dann war die Hexe so schnell angeblich, dass sie eingeholt hat. Dass die Hexe ihn eingeholt hat dann. Durch die Vergiftung. Ich dachte mal, Und dann wie hat die Hexen dann. Machen Hexen Schaden, wenn die dich berühren? Nein. Aber sie werfen halt Damage Potions auf dich. Als ob. Und die. Da bringt die Rüstung dir gar nichts. Warum hat der nicht hinter sich zugebaut? Ja, er war an der Oberfläche. Digga, so, jetzt muss ich ganz kurz mal mir die Cordis aufschreiben. Lol, warum hast du ihm nicht geholfen? Ja, weil ich. Jo, ich hatte eine halbe Hungerkeule. Hey, Killy. Ich muss mal ganz kurz mein Yeezy Boost wieder anmachen. Hey, Killy, kennst mich doch. Ich bin doch so einer, der immer richtig gern hilft und so, ne? Ja. So. Zombie. Ich hoffe, ich komme von hier. Ich weiß, dass du einer bist, der immer richtig gern hilft. Man spielt mit dir Bett, du warst. Unser Bett wird gerusht. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Ja, ich bin gerade bei Blau heißt dann immer oder so. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz meinen Yeezy Boost wieder über die Cordis drüber packen, Digga. Ach so, der Yeezy Boost. Anstatt einen schwarzen Balken mache ich jetzt dann Yeezy Boost drüber. Easy. Yeezy halt, ne? Easy. Boah, ich muss mich mal kurz entcrappen. Ich habe so viel Scheiße noch in meinem Inventar. So, was kann ich nicht mehr gebrauchen? Holzspitzhacke. Oh. Wow, mein Video hat schon 84%. Das waren gute Erinnerungen, oder? Die Holzspitzhacke. Ja. Eisenschwert sollte ich doch nochmal behalten. Die kann immer, ich eigentlich. Ja, wenn ich mit Bogen abgeschossen werde und noch ein halbes Herz habe, kommen Erinnerungen hoch. How could this happen to me? Nicht lustig. Doch. Ach lol. Ich bin einfach zum Spawn gelaufen. Was? Oh mein Gott, Snipe. Geh weg vom Spawn. Was ist denn das für ein Mist?
Lol. Was ist denn das? Was ist denn das? Was denn? Warum sind denn da Kisten in der Mitte, wenn man die nicht öffnen kann? Ja, lol, Deko, ne? Deko, Alter. Ist wirklich so? Ja, lauf nicht öffnen. Geh weg von der Mitte. Soll ich einen mal abbauen? Ja, mach mal. Jetzt so, du wurdest aus dem Projekt gebannt. Ja! So wiederum so einfach so, so, ja, nö. Die kannst du nicht mal mehr abbauen. Ja, lauf, geh weg von der Mitte. Das ist aber eine Kuh, Ich brauche halt dein Maul. Geh dann aber weg von der Mitte, bitte. Ja. Mann, Junge, halt doch den Maul. Ich? Vor allem. Nein, vor allem er findet halt direkt eine Kuh. Wie viel Leder? 2, ne? Nee, du brauchst 13. Nein, sag mal. 1 brauchst du, ein Leder. Ein Leder. Ach, stimmt, ein Leder und dann daneben Blatt. Oh, halt dein Maul, das. Skelett. Wie scheiße ist das? Boah. Ich hab's. Oder nee, ich glaube, du brauchst. Bist du hoch? Drei übereinander. Hä? Was? Also, ich hab schon gemacht. Ja, wie hast du das geht. Einfach mal stacken. Nee, du musst ganz unten links musst du halt das Leder hinpacken. Und dann so über diese Halt mal. Ecke musst du so. Ach so. Belastend, Boys, belastend, wenn ihr das gesehen hättet. Ey, ich schwör, ich stack mich so hoch. Weißt du, was passiert? Das Skelett schießt mich runter. Bist du tot? Nein, ich bin im Wasser reingefallen. Alles chillimilli. Digga, und kannst du das glauben, dass da einer schon Schärfe 5 hat? Nee. Niemals, Digga. Hä, als ob. 45 Minuten. Nee, hat er nicht. Safe nicht. Einer hat ein Bild reingeschickt. Ja, das ist fake. Das sieht man. Im Singleplayer, so safe. Weil niemals schafft man das in 45 Minuten Aufnahme oder Spielzeit, sage ich jetzt mal. Hier, verdammt nochmal. Lol, Spinbot. Lol. Sieht, lol, 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 lol. Was? Das Skelett hat das Spinbot, lol. Komm, ertrink. Es ist ertrunken, wow. Macht mir irgendjemand ein Thumbnail? Nö. Frag mal. Du, ich frag mal deine Zuschauer. Nein. Du, hast du eigentlich eine Intro-Designer? Ja. Kennst du irgendeinen, der mir vielleicht ein Intro machen will? Ich glaube, der ist aber inaktiv. Ich bin mir nicht sicher. Grüße gehen raus an Phil, wenn er das sieht. Phil, mach mir mal einen Banner, danke. Immer diese... Fame geilen Bitches. Hust. Bist du ja Killi. Nicht zufällig, oder? Nö, ich bin nicht Fame. Mal bei meinem Kanal vorbei. Die abonnieren. Und nicht abonnieren, ja. Mich Rabbit kann man aber gerne mal abonnieren. Rabbit mit X und nicht mit A. Schreib in die Kommentare. Also schreib in die Beschreibung. Aber nicht Rabbit Toggled. Hallo. Doch, Rabbit Target ist noch 3000 mal cooler. Nein. Ey, ich finde keine Kuh. Ich bin mir also nicht sicher. Ich hab einen Zaubertisch. Halt einmal. Ich hab 18 Level. Ja, mach dir ein Bierschwert, Brian. Und verzauber das. Ich hatte 14 Level. Digga, ich bin zu inkompetent und finde die Kohle nicht. Video hat schon 92%. Ja, moin. Ey, ich finde hier nur Schweine, ne? Wie viel Zeit habt ihr noch? Eine Minute. Eine Minute. Ja, okay, dann. Dann verzauber dein Schwert jetzt erstmal nicht, erst in der nächsten Folge. Ja, Welche Verzauberung auf mein Schwert kommt, das sehen sie erst in der nächsten Folge. Was hat man nochmal gebraucht für einen Zaubertisch? Ach, Obsidian, stimmt ja. Ja, Obsidian. Als ob du noch kein Obsidian hast. Hast du noch Dias? Nee. Ja. Wie viele? Ich habe, wenn ich den Zaubertisch gemacht habe, 6. Okay, dann hast du noch. Ey, scheiße, ich finde hier nichts. Das gibt's nicht. Ich brauche einfach eine scheiß Kuh, ne? Ey, wenn die dann kein Leder droppt. Doch, die droppen Leder. Wenn du ein Eisenschwert hast, dann ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Leder droppen. Ja. Und wenn jetzt diese. Ich habe aber nur ein Steinschwert. Nee, ich habe Eisen. Easy. Ey, wisst ihr, was man mal machen muss? Man muss sich in Varo einfach nur einbauen. Nichts machen, einfach nur einbauen, die ganze Zeit. Alle Folgen.
Was? Und dann haben wir am Ende nur ein Steinschwert. Ist ja übel dumm. Ist doch mega geil, oder? Ja. Mega der geile Prank. Und dann baust du so eine Falle in der Mitte. Und dann fällt ja. Und fallen da so die letzten Gegner drauf rein. Man baut da so eine Falle. So, man sagt, eine Kuh! Spawn. Bitte! Oh, mehrere Kühe. Geil. Meins. Ich hab Leder. Kuhschubse. Dann Fight Spawn und dann überall am Spawn, darunter ist einfach überall TNT. Und da sind ganz viele Druckplatten, wenn die darauf gehen, dann werden die alle in die Luft gebannt. Scheiße, nein. Ich will's noch schaffen. Okay, Louis, wollen wir noch direkt. Vielleicht. Oh, ausloggen. Schön, schön. Ach, gut, dann würde ich einmal sagen, was doch mit der heutigen Folge war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine frische Bewertung da. Wenn ihr sich Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und tschüss.